Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute zu Gast Dr. Leonie Töne, Dating Coach für Frauen. Und wir wollen heute ein Thema behandeln, was ja ein bisschen schwierig ist. Und zwar geht es darum, ihr habt eure Freundin betrogen, entweder habt ihr es ihr gebeichtet oder sie hat es rausbekommen. Ihr seid zwar noch zusammen, versucht die Beziehung irgendwie zu retten, aber ihr merkt, sie vertraut euch einfach nicht mehr. Ja. Was könnt ihr tun, was kannst du tun, damit das irgendwie besser wird? Ja, an erster Stelle vielleicht erstmal Verständnis schaffen bei ihr, weil klar, es ist eine Form von Betrug, aber zu verstehen, warum bist du fremdgegangen? Oftmals gehen Partner nicht fremd, weil sie den Partner nicht lieben, sondern eher, weil sie auf der Suche nach etwas sind, auf der Suche eigentlich nach einem Teil von sich selbst. Ich habe dazu einen sehr schönen TED-Talk gesehen, vielleicht magst du den auch unter dem Video verlinken. Gerne. Und Esther Perel hat eigentlich gesagt, dass wir fremdgehen, weil wir das Gefühl haben, mit einer anderen Person einen Teil unserer selbst ausleben zu können, den wir halt zu Hause nicht ausleben können. Und das heißt ja nicht, dass du sie nicht liebst, sondern das heißt nur, dass du nach was gesucht hast, was du vielleicht noch nicht mal gefunden hast. Und ihr das ganz behutsam zu kommunizieren, das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt. Ja. Dass ihr zu helfen, Verständnis für dich zu haben. Ja, und dann eben im Umkehrschluss, wenn das dann getan ist und man will wirklich gemeinsam nach vorne gehen und man merkt trotzdem, sie zuckt quasi zusammen, wenn man sagt, oh ja, ich gehe da auf den Geburtstag oder ich gehe da irgendwie mit Kumpels weg oder so, ja, dass sie irgendwie wieder so in diese Situation sich zurückerinnert fühlt, ja, wie es schon mal war. Ja. Dass man sie vielleicht schont? Wie kann das ablaufen? Was kann man tun? Die Schuld muss eigentlich abgegolten werden. Die Schuld muss aufgehoben bleiben, weil sonst ist das Problem, dass die Schuld immer in der Beziehung zwischen euch bleiben wird, die Schuld auf deiner Seite. Das ist was sich ganz schnell verselbstständigt, ja, wo sie dir immer schnell auch was in die Schuhe schieben kann. Ja. Nicht unbedingt, weil sie dich, keine Ahnung, hasst, sondern einfach, weil die Schuld noch nicht aufgelöst wurde. Und ich fände es ganz klug, ein Ritual zu machen vielleicht, bei dem sie dir verzeihen darf und du entschuldet wirst, sodass ihr einen neuen Beginn startet nach dieser Affäre, nach diesem Betrug, so als wäre der Betrug eigentlich nie da gewesen und den dadurch eigentlich umbrandet, also neu definiert. Ja, also das, da nimmt man sie natürlich auch in eine gewisse Pflicht, aber das darf sie ruhig sein, weil sie hat ja auch bewusst sich für euch trotzdem entschieden, trotz des Betrugs. Genau. Also muss sie ein Teil davon sein. Sie muss ein Teil davon sein, dass das dass daran gearbeitet wird. Deswegen finde ich das gut, weil wenn man sowas gemacht hat, so ein Ritual, dann darf sie nicht nach jedem Streit auf einmal sagen, und außerdem hast du vor damals. Vor 2 Jahren bist du aber, genau. Und das wird damit aufgehoben, Weil sonst hat die Beziehung keinen Sinn. Mit Vorwürfen kann man keine intakte Beziehung führen. Es darf kein Aufrechnen sein. Es kann nicht, sie hat jetzt nicht auf dem Punktekonto irgendwie 100 Punkte mehr, weil du quasi 100 Punkte im Minus bist, so, ne? Genau, Das sind trotzdem immer gewisse Dinge, wo ich sage, es erfordert viel Fingerspitzengefühl, viel Verständnis von eurer Seite aus. Aber wenn ihr daran glaubt und wenn ihr einfach an eure gemeinsame Liebe glaubt, dann kann das funktionieren. Ja, absolut. Ja. Es gibt viele Paare, die auch nach einer Affäre sogar noch besser zusammengefunden haben als vorher. Ja. Ich würde natürlich nicht dazu raten, das zu machen. Nein, um Gottes Willen. Aber wenn es passiert ist, muss das nicht das ausbedeuten. Ja. Ja. So, ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz viel Glück und einfach auch viel Kraft dabei, das anzugehen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht eure eigene Variante gefunden habt, damit irgendwie in der Beziehung fertig zu werden. Wir freuen uns auf jeden Fall über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, natürlich ist Leonies Kanal auch verlinkt. Das heißt, ihr könnt auch auf jeden Fall bei ihr vorbeischauen, was sie für tolle Themen behandelt. Und das ist ja auch für Frauen und für Männer super. Ja, ich sage auf jeden Fall Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Tschüss.